Wie lange trinkt ihr schon? Nicht lange. Ich hatte es nur vor mir stehen, bis ihr zur Tür reinkamt. Wollt ihr auch etwas? Ich habe in einem der oberen Räume noch mehr davon. Ich glaube, ich würde gerne etwas von dem Wein probieren und von dem, was es sonst noch mit dem Wein gibt. Ja, wir können noch mal über die Barbaren reden. Ihr seid Typ als Frau, richtig? Typ als Frau? Ha, ich schlafe manchmal unter seinem Dach, aber ich bin... Aber bin ich seine Frau? Nur im Namen nach, ja. Ha, mögen seine Eingeweide einfrieren und sein Körper in einem seiner Fässer begraben werden. Klingt, als empfindet ihr wenig Liebe für euren Mann. Ich empfinde keine Liebe für diese Vogelscheuche von einem Mann. Er hat mich hierher geschleift in den Norden, ins Nirgendwo, damit er versuchen konnte, ein paar Kupferstücke zu machen. Und ich kann hier erfrieren. Ich war so naiv. Wenn euer Leben so unerträglich ist, warum geht ihr nicht fort? Glaubt ihr, dass ich es nicht versucht hätte? Was wisst ihr schon? Die Karawanen kommen diese Jahreszeit nicht her und jeder Mann, mit dem ich ins Bett gehe, verspricht mich nach Süden mitzunehmen und lässt mich dann hier sitzen. Wollt ihr so sehr von eurer Familie und dieser Stadt vorkommen, die sie euren Körper Fremden anbietet? Und mit wie viel mehr wollt ihr ins Bett gehen, um von hier fortzukommen? Ja, ich glaube nicht, dass ich euch mit eurem Familienproblem helfen kann. Doch, machen wir es mal. Ich würde mit einer ganzen Garnison schlafen, wenn das wärmeres Klima und ein Entkommen aus dieser gefrorenen Hölle bedeuten würde. Schämt ihr euch nicht, Frau? Was hat euch zu so etwas getrieben? Ja. Mein Mann, dieser Nahtypat, hat uns hier in den Norden gebracht und uns eine neue Zukunft versprochen. Mittlerweile sind Jahre vergangen und immer noch ackert er in seiner Werkstatt. Meine Tochter ist ein wildes Ding, mehr Wolf als Mädchen. So habe ich mir mein Leben nicht ausgemalt. Ich würde alles tun, um fortzugehen und es nochmal einmal von vorne anzufangen. Ihr habt also beschlossen, euch jedem Mann hinzugeben, nur weil er euch ein besseres Leben verspricht. Ihr seid wirklich töricht, euch zweimal zu ergeben. Eure Anwesenheit hier schadet eure Familie nur. Ihr solltet sofort fortgehen. Sie werden ohne euch zurechtkommen und höchstwahrscheinlich besser als vorher. Dann seid ihr diejenige, die ihr euer Leben ändern muss. Und euch auf andere zu verlassen, damit sie es ändern, wird euch nur noch weiter herunterziehen. Ihr wisst nicht, wie das ist. Ihr habt einen ehrlichen Mann, der ehrliche Arbeit ausführt, eine schöne Tochter und ein Heim weit weg von dem Chaos der Städte im Süden. Und ihr behauptet, dass ihr leidet? Ihr redet Unsinn. Mein Mann bringt kaum genug Klimper nach Hause, um von Monat zu Monat etwas zu sparen. Und meine Tochter ist wilder als die Barbaren. Euer Mann bringt also genug nach Hause, um etwas zu sparen. Und eure Tochter hat die Stärke eines Barbaren. Wie könnt ihr solche Segnungen anspucken? Geht zu eurer Familie. Sie braucht euch. Und ihr braucht sie. Es ist zu spät für so etwas. Der Schaden ist schon zu groß. Euer Platz ist bei eurer Familie. Es ist noch nicht zu spät. Findet eure Kraft und geht zurück. Ich werde es versuchen. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. Ihr habt die Duns enger zusammengebracht. Wir haben Amber Dunn gesagt, sie soll das Beste aus der Situation machen, in der sich ihre Familie befindet. Mehr verlange ich nicht. Leb wohl, Amber. Geht sie jetzt wirklich? Na, bis jetzt scheint sie nur hier rumzustehen. Nein, sie verschwindet. Gut. Gut, Murdoch, wer bist du? Oh, seht mal, Meister Kiran, wie es scheint, hat Lady Timora ihre Kassen doch reich gesegnet. Diese Gruppe hart gesonnener und tapferer Kämpfer wird den Inhalt eurer Fässer bis weit in die Nacht am Fließen halten. Wir sind nicht zum Trinken hier. Wir sind in einer dringenden Mission unterwegs, um einen Krieg mit den Barbaren in dieser Gegend zu verhindern. In der Tat, wir haben viele Münzen, mit denen wir unseren Durst stillen möchten. Vielleicht ein anderer. Jetzt brauchen wir einige Informationen. Verzeiht, dass wir euch enttäuschen müssen, aber wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Nehmen wir mal das Erste. Aha, ein entschlossener, truppmutiger Abenteurer auf der Suche nach Ehre und Ruhm. Ich war einmal wie ihr voller Elan und Kampfgeist. Heute bin ich schon zufrieden, wenn ich nur voll bin.
Ihr sprecht recht gewählt für einen Mann, der zugibt, ein Trunkenbold zu sein. Wer seid ihr? Mein Name ist Mutang von Orkney, Wanderbade und gescheiterte Existenz. Willkommen im Waisenwald. Es ist mein Vergnügen, eure Bekanntschaft zu machen. Das Vergnügen ist meinerseits, Mutang. Vielleicht könnt ihr uns berichten, was in dieser Ecke des Tals so vor sich geht. Gescheitert, ihr scheint nicht gerade eine hohe Meinung von euch zu haben. Oh, ganz im Gegenteil. Ich muss gestehen, dass ich im höchsten Maße Erfolg darin habe, bei jeder mir gestellten Aufgabe zu versagen. Das ist der Grund, warum ich hier gelandet bin, so weit weg von Orkney. Von Orkney habe ich nie etwas gehört. Wie weit ist es entfernt? Wundert mich nicht, wenn ihr noch nie davon gehört habt. Orkney ist ein kleines Königreich, das an die windigen Ausläufer der Bergkette des Grats der Welt grenzt. Es liegt an der Handelsroute einige Tagesreisen südlich von hier, gleich hinter dem Pass. Für mich aus Orkney allerdings viel weiter weg, als ihr euch nur vorstellen könnt. Was wollt ihr damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich dazu verdammt bin, nie wieder einen Fuß in mein Heimatland zu setzen. Für Orkney bin ich gestorben. Warum wurdet ihr verbannt? So wie ihr trinkt, wird es nicht mehr lange dauern, bis ihr auch für den Rest der Welt gestorben seid. Wurdet ihr verbannt? In der Tat. Obwohl es sich um eine Verbannung handelt, die ich mir durch meine Taten oder durch meine Untätigkeit selbst eingehandelt habe, leider. Es ist eine traurige Geschichte, mit der ich euch nicht belasten möchte. Wir haben nichts dagegen. Erzählt uns eure Geschichte. Den Göttern sei Dank. Kein Wunder, dass ihr euch im Suff ertränken wollt. Eure Darbietung geht etwas so erhebend wie ein Grabesgesang. Erzählt mir die Geschichte. Ich fühle mich durch eure Bitte geschmeichelt. Aber ich fürchte, in mir ist jede Kunst erloschen. Was ich heute noch am besten hervorbringe, sind ein paar uninspiriert klingende Worte, die von den kläglichen Noten aus einem gebrochenen Herzen begleitet werden. Jetzt macht mal kein Drama daraus, Mutter. Der Wein mag eure Zunge ein wenig geschwächt haben, aber aus euch holen wir ab und zu noch ein paar gute Vorstellungen raus. Oh mal, mein Freund. Allerdings würde ich sagen, dass ein paar gute Darbietungen eher durch zu viel als durch zu wenig Alkohol zustande kommen. Darf ich euch als Gegenleistung für eine Geschichte ein Glas spendieren? Na toll, noch so ein gescheiter Bade, der sein Talent aus der Flasche bezieht. Die Gosse der Reiche sind voll von Trunkenbolden, die für einen Kelch Wein ein Liedchen singen würden. Nehmen wir mal die Eins. Na schön, ihr lasst die Münze springen und ich werde eine Geschichte vortragen. Allerdings kann ich nicht versprechen, dass sie euer Geld wert sein wird. Da habt ihr 10 Goldstücke. Dafür bekommt ihr genug Wein, um uns eine Gastvorstellung zu geben. Ich verdiene solch Großzügigkeit nicht wert, daher. Aber da diese Münze zweifelsohne ihren Weg in die Taschen meines guten Freundes Kiran finden wird, werde ich euer Angebot im Sinne einer allgemeinen Geschäftsförderung annehmen. Also gut, wenn ihr euch eine Geschichte wünscht, dann sollt ihr eine hören. Und jetzt macht es euch bequem, meine Freunde, denn die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, hat sich wirklich so zugetragen. Und wie es bei allen wahren Geschichten ist, auch bei dieser ein Hochmaß an Aufmerksamkeit für die Einzelheiten geboten. Ja, fahrt fort, wir sind ganz so. Es war einmal vor langer Zeit, da gab es kein Feuer weit und breit, das so heiß brannte wie mein Herz. Ich war ein Bade und wie man es kannte, reiste ich weit durch die Lande. Ich schlief jede Nacht an einem anderen Ort, sang für ein Essen und ging wieder fort. Jedes Lied, das ich sang, kam immer gut an. Bei Herren wie Knechten zugleich, es war ja an Guten und Schönen so reich. Von Glück und Ruhm und von anderen sang ich, von allem, was Bauern und Fürsten erfreut. Weit und breit durch die Reiche kam ich, die Musik war mein Leben und ich hab's nie bereut. Dann aber eines Tages, als das Schicksal es wollte, ich tanzte und sang für die Kinder und tollte, kam ein Bote des Rufs, die Fanfare ertönte. Er kam aus Orkney und seine Stimme sie dröhnte. Eine Rolle hielt der brave Mann in der Hand und er begann verkünden, was darin stand. Hört er, nun ist es soweit. Die Prinzessin von Orkney feiert Hochzeit. Der König freut, sie wird vermählt. Lord Hugh, den Roten, hat sie erwählt. Zu Ehren der Braut und des würdigen Herrn gibt der König heute Abend ein Fest. Und seh gern,
Wenn ihr alle erscheint dazu im Palast, den Rest seiner Rede, ihr denkt es euch fast, hört ich nicht mehr, denn schon war ich fort. Auf dem Weg zum Hofe des Königs und dort bot ich sogleich meine Dienste als Bade an. Der König war freundlich und lud mich gleich ein. Und ich durfte sein Gast für die nächste Zeit sein. Bekam von ihm Speis und viel Trank und dafür versprach ich dem König zum Dank, mein Bestes zu geben und er bot mich sogar, eine Ballade zu schreiben für das liebliche Paar. Die Ballade ist so schön, das ganze Reich würde schwelgen in Gedanken an die Liebe, die niemals könnt welken. Und sogleich fing ich an und fand kaum ein End. Es wurde ein Werk, wie man kein anderes kennt, von Krieg und von Frieden, von Gold und von Blut, von Schurken und Helden und von ihrem Mut. Und als ich so sang, fiel in meinem Aug ein Schein, der Blick eines Engels so lieblich und fein. Es war die Prinzessin, sie fing ein mein Herz, und so sang ich für sie, und es kam so ein Schmerz. Mit jedem vergoss ich aus meiner Seele, bis kein Ton mehr kam aus meiner Kehle. Und als ich dann schließlich am Ende war, war es der König persönlich, der mich ansah. Und er lobte und pries, was ich ihm da bot. Er gab mir Gold und Silber, und ich wurde fast rot. Denn als Ehrengast sollte ich bleiben bis zu dem Tag, an dem seine Tochter den Chefmagistrat Lord Hugh den Roten dann ehelicht. Ich nahm feierlich an und wusste ja nicht, wie sehr meine Liebe brennen würde im Herzen. Und es würde nicht besser, es tat noch mehr Schmerzen. Wir verbrachten die Tage zusammen mit Singen, mit Reiten und Wandern und Schmerzen und Springen. Und sie berichtete mir, wie sie dem Vater doch grollte, dass sie einen ungeliebten Mann heiraten sollte. Viel lieber so sagte mir, wäre sie frei, ihrem Herzen zu folgen und weinte dabei. Die Götter im Himmel rief ich gleich an, so gern wollte ich sein für die Prinzessin der Mann. Doch die Moras Würfel waren schon gefallen und meine Gebete mussten im Leeren verhallen. So vergingen die Nächte voller Schmerz und voller Trauer. Und schon kam die Hochzeit nach kurzer Dauer. Doch noch ehe der Freier den Ring ihr ansteckte, drehte die Braut sich um und erweckte die Menge aus ihrem seligen Schweigen. Zum Vater sprach sie müsse es nun zeigen. Sie liebt einen anderen und könnte es nie ertragen, den Ring dieses Manns am Finger zu tragen. Und dann wandte sie sich direkt zu mir und sie sagte, es liege an mir. Wird sie mich heiraten gleich auf der Stelle? Lord Hugh wurde blass und begann zu erklären, dass der König nicht zulassen kann. Die Prinzessin wäre doch von edlem Geschlecht und der Bade nicht besser als ein niederer Knecht. Der König wusste nicht weiter und schwankte, er liebte die Tochter, doch kannte er wohl die Gesetze, die es verbaten, dass eine Prinzessin ehelicht einen einfachen Baden. Lord Hugh der Rote war es dann, der scheinbar auf eine Lösung kam. Am Anfang schien dies auch gar nicht schlecht. Er erklärte dem König, der König hat doch recht. Ein jeder, der bereit ist, etwas zu wagen, ganz einfach danach zum Ritter zu schlagen. Meine niedere Abstammung erfordert jedoch eine besondere Mission und er schlug dann auch noch eine Reise nach Worden vor, wo der Eiswind weht, die Eisrose suchen, die in allen Büchern steht. Der König erfand diese Lösung famos und schickte mich gleich darauf los. Die Rose zu suchen aus Schnee und aus Eis und sie ihn zu bringen als Beweis. Dann verfügte er noch, soll es mir gelingen, würde die Hochzeitsgotten wieder klingen. Die Hand seiner Tochter würde er mir geben und ich freute mich schon auf dieses Leben. 3 Jahre wanderte ich im Norden umher über Berge aus Schnee und das gefrorene Meer. Hab alle 10 Städte des Tals gesehen, doch meine Mission wollte nicht gut ausgehen. Nach 4 langen Jahren gab ich schließlich auf und nahm dieses Plätzchen. Hier lebe ich nun drauf. Denn hier war es, wo ich zum ersten Mal sah, was für ein Tor ich doch war. Denn so gewiss, wie der Eiswind den Norden durchbläst, so gewiss ist, dass nirgends eine Eisrose wächst. Noch so ein Lied und ich nehme mir einen Strick. Ihr bringt mich wirklich zum Weinen. Ja, macht euch nur lustig über meinen Schmerz. Ich mache euch nicht einmal den Vorwurf. Die wahre Liebe, die ich suche, Liebe, die Suche nach Rose aus Eis. Es war so töricht von mir, all diesen Märchenquatsch zu glauben.
Wir haben drüben im pfeifenden Galgen mit einem betrunkenen Baden Murdak gesprochen. Er hat uns eine ziemlich langatmige Geschichte erzählt über einen Versuch, die Hand einer Prinzessin zu gewinnen, indem er sich auf die Suche nach einer Rose aus Eis machte. Leider, so haben wir von seiner Geschichte entnommen, existiert eine solche Rose nicht in den Reichen. Trotzdem kann er gewiss nicht schaden, wenn wir auf unseren Reisen unsere Augen danach offen halten. Vielleicht lebt wohl Murdak. Also ja, wir werden die Rose für dich finden, oder? Wir wollen nicht mehr die Abenteurergruppe dieses Spiels sein. aber ja, bevor wir irgendwas weitermachen, also nochmal mit ihm reden, ist es jetzt Zeit zu speichern. Als LP001. Speichern. Und dann machen wir jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.